Hallo zusammen, schauen wir uns ein weiteres Anwendungsbeispiel zum Thema Teilbarkeit durch 13 an. Wann ist eine Zahl durch 13 teilbar? Wir wissen, das ist ein wenig komplexer, ein wenig komplizierter, der Text zumindest. An einem Anwendungsbeispiel erklärt, glaube ich, dann doch nicht so schwierig. Schauen wir es uns noch einmal an. Wann ist eine Zahl durch 13 teilbar? Wenn ihre alternierende Dreier-Quersumme durch 13 teilbar ist. Das klingt kompliziert. Wir schauen uns das anhand von dieser Zahl an, die sehr groß ist. Sie heißt 7 Billiarden 853 Billionen 538 Milliarden 127 Millionen 925.037. Dadurch, dass ich diese Zahl mit Hilfe der Dreierbündelung aufgeschrieben habe, konnte ich sie relativ leicht erfassen. Hätte ich hier keine Abstände dazwischen, fällt es mir schwer zu erkennen, dass ich 7 Billiarden als Start habe. Okay? Und genau diese Dreierbündelung brauchen wir jetzt für die alternierende Dreierquersumme. Wir teilen nämlich unsere Zahl auch in Dreierbündeln ein, beginnen ganz hinten. Dreierbündel, die ersten drei Ziffern, ergibt die Zahl 37. Das nächste Dreierbündel, 925. Dreierbündel, 127. Dreierbündel, 538. Dreierbündel, 853. Und voran bleibt nur mehr 7 übrig. Wenn ich sagen möchte, Dreierbündel, dann müsste ich halt sagen 007 im Endeffekt, fast wie James Bond. Weiter geht's. Quersumme. Wir beginnen vorne, nehmen die erste Bündelung, das erste Dreierbündel, lassen eines aus, nehmen dann das nächste, lassen wieder eines aus, nehmen somit das fünfte Dreierbündel, würden wieder eines auslassen, aber hier steht keines mehr. Okay? Die verbleibenden Dreierbündel sind das zweite, das vierte und das sechste Dreierbündel. Wir addieren die gebündelten Werte miteinander und auch hier die anderen Bündel. Addition, wir bilden die Summe. Das heißt, wir beginnen mit den ersten drei Zahlen. Wir haben hier 7, wir haben dann übersprungen, die 853 sind bei 538 gelandet und gehen weiter zu 925. 925. Und wir bilden hier bitte die Summe. 5 und 8 ergibt 13, 13 und 7 ergibt 20, bleibt 2. 2 und 2 ist 4, 4 und 3 ist 7. 9 und 5 ergibt 14. 1470 ist die erste Summe von der ersten Bündelung, von der Zusammensetzung. Dann schauen wir, was uns übrig bleibt. Zweites Dreierbündel, 853. Dann haben wir genommen 127 und dann haben wir ganz hinten 37 noch dazu. 37. Auch hier bilden wir bitte die Summe. Okay? 7 und 7 ist 14 und 3 ist 17, bleibt 1. 1 und 3 ist 4 und 2 ist 6 und 5 ist 11, bleibt 1. 1 und 1 ist 2 und 8 ist 10. 1017, diese Summe. Und jetzt nehmen wir diese beiden Summen und bilden die Differenz. Das heißt, wir rechnen minus,
Wir wissen beim Minusrechnen, der Minuend, die Zahl, die oben steht, sollte größer sein. Das heißt, wir müssen überlegen, welche Zahl ist größer, schreiben uns diese oben an, 1470 Minuend minus Subtrahend 1017 und wir subtrahieren, wir bilden die Differenz. Okay? 3, 7 und 3 ergibt 10. Aufpassen, dass wir es nicht versprechen. Noch einmal. 7 und wie viel ergibt 10? Und 3 ergibt 10. 1 weiter. 1 und 1 ist 2. 2 und wie viel ergibt 7? Und 5 ergibt 7. 0 und wie viel ist 4? Und 4 ist 4. Und hier haben wir nichts mehr. 1. Und 0 ist 1, 453. Wir nehmen diese Differenz. Das ist jetzt die alternierende Dreier-Quersumme von dieser Zahl. Das ist einmal unser erstes Zwischenergebnis. 453. Und versuchen diese Zahl durch 13 zu dividieren. Geht es mit 0 Rest aus, geht diese Zahl auch durch 13 dividieren, erhalte ich nicht 0 Rest, geht es hier auch nicht. Können wir dann ja überprüfen mit dem Taschenrechner. Okay, wir dividieren durch 13. 13 geht in 45 dreimal hinein. 3 mal 3 ist 9 und 6 ist 15, bleibt 1. 3 mal 1 ist 3 und 1 ist 4 und 0 ist 4. Nächste Stelle 3 herab geht 4 mal aus. 4 mal 3 ist 12 und 1 ist 13, bleibt 1. 4 mal 1 ist 4 und 1 ist 5 und 1 ist 6. 11 Rest. Somit wissen wir, wenn hier ein Rest bleibt, 34 kommt heraus, 11 bleibt Rest. Die alternierende Dreierquersumme geht nicht durch 13 teilen. Das heißt, 13 teilt nicht die Zahl 453. Somit teilt 13 auch nicht unsere große, mächtige Zahl. Das wäre bitte unser Ergebnis. Überprüfen bitte mit dem Taschenrechner. Hier rechnen wir keine Probe. Da bräuchte man ein eigenes Video dazu, das wollen wir uns jetzt nicht antun. Probe rechnen, hier die Zahl ist nicht durch 13 teilbar, weil die alternierende Dreierquersumme auch nicht durch 13 teilbar ist. Alles klar?